Jo Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind heute am Grünstein-Klettersteig in Berchtesgaden. Und wir stehen jetzt gerade hier schon an der Hängebrücke. Das ist ein Highlight von dem Klettersteig. Und ja, da gibt's eben drei verschiedene Routen. Einmal Isidor, dann die Hotelroute und die Räuberleiter. Die Räuberleiter ist leider gesperrt, weil da hat es einen Felssturz gegeben. Und wir haben jetzt die Hotelroute gemacht. Das ist die schwierigere Variante mit CD-Stellen. Eine E-Stelle, also DE-Stelle ist auch mit dabei. Und die Isidor geht hier runter, die ist im AB. Genau, also man kann sich da eben unten entscheiden gleich mal, welche Route man da gerne machen möchte, aber das blende ich euch jetzt einfach mal hier oben ein, beziehungsweise hier in dem ganzen Bild. Könnt ihr mal selber schauen und dann markiere ich euch auch gleich mal, wo wir gerade sind. Und was ich sehr gut finde an dem Steig, dass man zwischendrin noch wechseln kann, wenn es zu schwierig wird. Bevor man in die DE-Stelle kommt, kann man in den Isidor-Steig auch noch abzweigen und du hast die Schlüsselstellen halt ziemlich am Anfang drin. In diesem Sinne, viel Spaß bei dem Video. Wir steigen jetzt noch weiter auf, was ihr gleich sehen werdet. Jetzt geht's los, Leute. Ich hab so Bock. Also, wir sehen uns gleich. Hey Leute, die knallen hier irgendwie in der Gegend rum. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Grünstein-Klettersteig. Eine Stunde Anstieg. Ich habe irgendwas von 40 Minuten gelesen. Top motiviert. Also wir haben jetzt, glaub, 100 Meter gemacht und jetzt sind es bloß noch 45 Minuten. Also wir sind echt top in Form, Alter. Also, wenn es so weitergeht, dann sind wir in 2 Minuten da, gell? Also, wir sehen uns gleich oben am Klettersteig, Alter. Also Leute, wenn wir Glück haben, sind wir heute vielleicht alleine im Steig. Ich habe bis jetzt noch keine alte Sau gesehen. Das wäre natürlich richtig geil. Das wäre geil, wenn wir allein wären. Das wäre geil. Auf geht's in den Klettersteig. Wärmt euch jetzt auf, wir gehen in die Warzone. Also, der Thorsten wird jetzt vorsteigen. Ja. Hier geht's jetzt hoch für uns. Also würde ich Sicherheitscheck sagen, haben wir gemacht, unten schon. Ja. Und dann geht los die wilde Fahrt. Auf geht's, Alter, viel Spaß. Danke. Ja, du kommst schon mit? Nee, ich gehe jetzt wieder zum Auto. Ja, okay, cool. Also dieser Abschnitt hier ist auf jeden Fall C und CD. Da oben gibt es noch was leicht überhängendes und dann ist das Schlimmste eigentlich schon geschehen. Geiler, ich habe so richtig Bock, aber ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch auf. Ich glaube, ich bin aufgeregter als du. Physisch kein Problem, aber psychisch, ja, ist es immer so eine Sache. So. Hey Leute, ich muss das echt noch mal erwähnen, gell? Der Thorsten hat eigentlich Höhenangst. Also ich finde das immer wieder da faszinierend. Da geht der Puls schon nach oben. Ich zoll ihm da meinen größten Respekt, ehrlich. Also das ist echt krass. Matze? Hä? Hier rechts, kleiner Krimp. Sonst kommst du nicht weiter, hier. Ja. So, hier kann man sich schön festhalten. Und dann geht das eigentlich ganz einfach. Okay. Ah, hier. Da ist er. Der Griff. Hier. Ohne den hast du verkackt. Da musst du echt suchen. Hier ist der nächste Griff. Geil! Die Stelle ist auch cool. Richtig geil. Geil. Also hier ist schon der erste Notausstieg, also Notausstieg in Anführungszeichen. Der könnte dann hier über die Brücke rübergehen und eventuell, ich weiß nicht, ob man abklettern darf oder ob man dann hier über den leichteren Pfad weiter hoch geht, aber wir werden jetzt auf jeden Fall hier lang gehen, weil wir sind noch voll im Futter und bis jetzt war es nicht schwer.
Da kommt die DE-Stelle. Ah, und da ist schon die Hängebrücke. Thorsten, alles gut? Lange Arme. Fuck. Sehr gut, sehr gut. Geil, Alter. Nee, nicht geil. Warum? Was hast du gemacht? Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ich hab das gegeben. Jetzt habe ich gedacht, ich bin weg. Ich schwör's dir. Hä, was war los? Abgerutscht oder was? Nein. Oder konntest du dich nicht mehr halten? Viel schlimmer. Viel schlimmer. Was ist los? Jetzt pass auf. Das Ding war so drin, gell? Ja. Jetzt will ich die rausnehmen, weil ich hänge. Fädelt es aber, die war so drin, fädelt es einmal rum. Mhm. Will ich es rausmachen, hänge immer noch am Arm. Will es rausmachen, fädelt es zweite Mal durch den Gurt. Dann mache ich es ganz weg, dann hat sich es oben verklemmt. Und dann hatte ich im Steig die Schlinge so in der Hand. Das habe ich auf Video, will den einhängen. Dann habe ich angefangen, den im Steig mit einer Hand so sauber rumzulegen. Konnte mich dann erst einsichern, Digga. Alter. Und so hänge ich drin. Junge, die Schlinge, die schmeiße ich weg, die kommt sofort weg. Ja. Ich tausche oben die mit der anderen. Ja, mit der hier, die ist super. Weil ich habe gedacht, ja, die ist halt zu neu. Die hat so einen Aufreißindikator. Das bringt mir nichts, wenn ich die verliere, Digga. Die fliegt sofort raus. Ja. Okay. Das ist auch eh. Ja, das ist die DE-Stelle. Ja, schön mitziehen. Komm. Hier. Kann ich auch noch einmal so drin hin. Dann geht's. Hey Thorsten, geil, dass du es geschafft hast, Mann. Ja. Heftig, Alter. Ich hab mir schon gedacht, ich wollte schon fast zu dir runterklettern wieder. Okay, let's go, oder? Let's go. Geil. Na Matze, wie ist es? Schön. Komm. Alter, du Wick. Das macht der Höhenangst hat, Alter, weißt? Geil, Alter. Top Sache. Paar Drohnenaufnahmen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Also wer schon mal bis hierhin geschafft hat, kann sich hier auf jeden Fall noch ein Jubiläumsbier zapfen. Aber da ist aktuell kein Fass angeschlossen, weil Sonntag ist. Sonntag hat der Hahn zu. Sonntag hat der Hahn zu. Scheiße, müssen wir morgen nochmal kommen. Schau dir das an. Ich bin mal gespannt, wie es Matze so geht. Ich muss euch sagen, vorhin die DE-Stelle, die hat mich schon ein bisschen gefordert.
und ich habe selber viel zu wenig Wasser mitgenommen. Habe ich mir jetzt auf der Turbo ein bisschen anders vorgestellt, aber die Reserven sind ja noch da. Wenn wir nach den Eigenfähigkeiten gehen. Fast den Gipfel erreicht. Noch 50 Meter, denke ich. Ich hoffe, da kommt dann der Matze noch raus. So, hier geht es jetzt erstmal ganz geschmeidig weiter. Und ich bin gespannt, wie das dann da vorne noch wird. Also ich nehme euch jetzt dann gleich mal mit, wenn es interessant wird. Jetzt gibt es aber vorher noch einen kleinen Snack, damit wir auch richtig Power haben. Weiter geht's im Kletterstock. So Leute, hier geht's auf jeden Fall jetzt hoch. Immer schön mit Ruhe. Und klappt auch alles, wie man sich das vorstellt. So. Das erste Stück zeigt einem auf jeden Fall gleich, ob man das machen sollte oder nicht. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Also wer hier schon Probleme hat, der sollte am besten sein lassen. Nur mal so ein kleiner Tipp am Rande. Das ist auch nochmal DE. Mal kurz Kräfte sammeln. Mal unten hin gleich. Hey Thorsten, das wäre auf jeden Fall schon fast dein Ding hier. Also, Überhang sein Vater, Alter. Passage. Das ist auch echt nicht ohne. Aber ich glaube, hier wird es ein bisschen leichter. Ja. Das schaut mir
noch dem schwersten Stück aus da unten. Ich glaube, hier ist auch manchmal besser, wenn man nicht immer nur am Seil hängt. Habe ich so das Gefühl. Da muss man eben genau gucken, wo man lang geht. Bevor man zu viel Kraft verbraucht. Geil. Also, für mich ist das auf jeden Fall eine Herausforderung hier. Muss ich ehrlich sagen. Haben wir es aber gleich geschafft. Das raubt einem noch mal die letzten Kräfte hier. Schön mit der Ruhe. Vielleicht merkt es der eine oder andere, ich habe auch schon ein bisschen Respekt hier. Wie gesagt, ich bin das alles noch in so einem Schwierigkeitsgrad noch nie geklettert, aber scheiß drauf, man wächst mit seinen Aufgaben und wenn man sich überwindet und beziehungsweise man auch weiß, was man eigentlich leisten kann, dann soll man das einfach probieren, meiner Meinung nach. Klar wäre es auch schön, wenn jemand noch mit dabei wäre, aber im Worst Case lande ich im Klettersteigset. Dann rufe ich die Bergwacht an und die holt mich. Im Worst Case. Wirklich im Worst Case. Oder der Thorsten merkt, dass ich nicht da bin und schaut nach mir. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas macht, dann bitte, bitte nur dann, wenn ihr wirklich Erfahrung habt und euch das wirklich zutraut. Also auch von Kraft und Ausdauer. Weil das Stück, das hat es jetzt wirklich in sich gehabt. Ich muss dann mal schauen. Ich blende es mal in der Topo ein, was ich da gegangen bin. Schon Sorgen gemacht. Digga, das ist nicht mehr normal gewesen. Ich hab mir schon gedacht, ich saß gerade da, ich wollte jetzt schon wieder. Ja, das war wirklich Überhaken sein Vater. Ey. Also eh ist eh, gell? Aber richtig eh. Bin froh, dass du heil da bist, gell? Ja. Überhaken sein Vater. Da war das Stück vorher mit den Stufen gar nichts. Wahrscheinlich das war gar nix. Ohne Klammern. Fast gar keine. Ja, servus. Alles Felsen. Felsen, alle 2 Meter mal eine Klammer. Digga, das war nicht mehr normal. Das glaube ich dir. Aber ich bin richtig stolz auf mich. Ja, kannst du auch sein. Ich habe mir jetzt kurzzeitig mal in die Hose geschissen. Glaube ich dir. Aber. Darfst dir nicht aus dem Konzept bringen lassen. Nee, ich war hochkonzentriert. Sehr gut. Da ist nichts passiert. Weil da war keiner. Aber freut mich, kein Druck. Konnte ich noch schön sehr schön. Sehr schön, sagen wir dich in die Hose gebissen lassen. Oh, schon wieder einen abgehakt. Sehr schön. Gegend gefällt mir auch richtig gut. Jetzt erstmal was saufen. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee.
So Freunde, wir sind jetzt oben angekommen. Wir haben noch ein paar coole Dudes kennengelernt. Grüße gehen raus. Ja, der Thorsten macht jetzt noch ein Bild für die Dudes. Geil, war auf jeden Fall bis jetzt schon mal richtig geil. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn wir runterlaufen dann. Es wird sich auch noch ein bisschen ziehen. Und ja, ich melde mich dann gleich nochmal, weil jetzt gibt es dann gleich nochmal einen Kaffee. Boah, Digga, da sprudelt's. Boah, der riecht schon so geil. Mhm. Schön italienischer Kaffee. Warte, ich teile mal schnell die ersten Stücke aus. Schon. Dann würde ich sagen, Prost. Prost. Wir genießen jetzt erstmal die Aussicht und den Kaffee und melden uns später nochmal. Na, hältst du deine Bergpredigt? Ja, klar. Mach nochmal auf. Hier, schön reingeschrieben, schön verewigt. Also war ein sehr toller Klettersteig. Richtig geil. Abwechslungsreiche Passagen drin, kann sich aussuchen, was man gehen möchte. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aussicht lohnt sich auch. Top in Schuss der Klettersteig. Ab und zu war hier mal und da so eine Klammer locker ein bisschen. Aber ja, das kann in jedem Klettersteig passieren. Ja, muss man vorher selber abprüfen. Eben. So Leute, wir sind jetzt fast wieder ganz unten beim Auto. Stehen gerade wieder an der Tafel, wo wir uns eingebunden haben. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Freunde. Ciao. Bis dann, ciao.